Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen, Rollenspielfreunde und natürlich auch Überlebenskünstler da draußen. Wir haben beim letzten Mal das Schicksal von Tiltren, ja, beschlossen, besiegelt, wie dem auch sei, sind aber hier noch lange nicht fertig, denn es gibt ja noch einige Quests, die wir hier machen können und ich habe das auch vor, noch zu tun. Wir haben aber auch ein paar lustige Items jetzt hier bekommen, wie zum Beispiel hier diese Wächterkeule und ich möchte mal schauen, ob die hier, ja, tatsächlich hier benutzt werden können. Yeah, das Ding ist auf jeden Fall schon mal eindrucksvoller und macht auch deutlich mehr Badabum jetzt hier in den Händen von Celemna. Das gefällt mir. Wir haben aber auch natürlich nochmal einen Verlust zu beklagen, den wir hier ja, uns vielleicht mal näher anschauen sollten. Außerdem sind wir ermüdet. Wir sollten also auf jeden Fall in die Stadt nochmal reingehen und uns hier erstmal mal anschauen, wer jetzt hier im Rathaus eigentlich sitzt. Ja, das ist jetzt hier der neue, der Fergus, den haben wir da ja reingepackt. Was sagt denn der jetzt hier? Die Einwohner von Tiltren haben die Flüchtlinge nicht gerade mit offenen Armen empfangen. Aber was soll's? Sollen sie doch auf ihren neuen Bürgermeister hören. Okay, ja, Bürgermeister, ne? Ihr seht schon, Demokratie ist nicht unbedingt etwas, was in einer mittelalterlichen Welt wirklich häufig oder lange vorkommt oder manchmal auch überhaupt vorkommt. Wir werden auf jeden Fall jetzt erstmal uns einen neuen Mitstreiter suchen. Rollt wäre vielleicht einer. Oder der Parmult. Ich will jetzt mal gucken, was die so können. Also du bist auf jeden Fall nochmal ein Bogenschütze. Du bist einer mit so einer Zweihandkeule. So ein Rohling, so einen hatte ich noch nicht. Du bist auch ein Rohling. Ich weiß nicht, ob ich einen zweiten Bogenschützen haben will. Ein Rohling in dem Sinne mit einer Zweihandkeule hatte ich aber noch nicht. Ist halt jetzt echt ärgerlich, dass ich diese eine Waffe verkauft habe. Vielleicht kann ich die auch wieder zurückkaufen. So, der Parmault. Das Abenteuer ruft. Na ja, gut, er ist ein Stufe 1 Rohling. Und du bist ein Stufe 1 Rohling. So oder so sind sie Stufe 1. Rostiger Zweihandhammer. Ey, auf die musst du halt echt saumäßig aufpassen, ne? Der fällt halt im Grunde nach einem Schlag um. Nee, ganz im Ernst, ich nehme dann lieber sowas wie einen Fernkämpfer oder sowas. Komm, ich rekrutiere ihn. Lieber nochmal einen zweiten Fernkämpfer, den Godun, mitnehmen. Vielleicht ist das für unsere Zwecke hier ein bisschen geschickter. Seine Rüstung. Ach, das ist die mit der Extra-Bewegung gewesen. Sehr ärgerlich. Okay, warte mal. Wir ziehen jetzt dem Hacker hier die kaputte Rüstung an. Die müssen wir sowieso gleich noch reparieren. Und er hat sowieso noch eine, die ich ihm jetzt hier noch verbessern kann. Was haben wir denn noch? Der hat auch sicherlich irgendwas um den Gürtel getragen. Ich finde, das ist hier in meinem Klapperadatsch jetzt hier gerade eben nicht unbedingt. Welcher Fleisch, Wurfachs. So oder so, wir verlassen jetzt erstmal hier diese Bude. Und gehen auf den Markt der drei Hasen. Und können nochmal ein, zwei Sachen hier verkaufen. Ah, guck mal da. Der Zweihandhammer des Abtrünnigen wäre jetzt hier sogar im Rabatt gewesen. Aber ich finde ihn trotzdem sehr teuer. Guck mal, der macht jetzt einen Dreierschaden. Ja, also ich kaufe diesen Bogen hier wieder. Ziehe diesen Bogen jetzt ihm hier rein. So, sehr gut. Und dann kann ich den jetzt hier wieder verkaufen. Ja, komm. Verkaufen, verkaufen. Die Wurfaxt. Verkaufe ich jetzt halt auch. Ich verkaufe auch das da. Beschädigter Dolch. Da haben wir, glaube ich, sicherlich was Besseres bei ihm. Nee, rostiges Messer. So, genau. Jetzt macht er nämlich jetzt hier noch auch mehr Damage an der Stelle jetzt hier. Also so gesehen ist es für uns gar nicht so tragisch, dass wir den einen Kollegen verloren haben. Vielleicht ein bisschen tragisch. 13, 33, die ist halt viel besser, die Rüstung hier. Bewegung 0 plus, okay, warte mal, das ist ein wertvoller Gambesor, der ist besser. Gambesor 12, 22. Ja, der ist besser. Der ist definitiv besser. Aber tragen kann, glaube ich, diese mittlere Rüstung sonst keiner, ne? Ich
glaube, das geht nicht. Nur die beiden könnten das. Okay. Dann werden wir also dieses Teil jetzt dann auch noch verkaufen. Wetzsteinkiste. Schaden von Angriffen von hinten um 5% erhöht. Okay, das ist dann doch ganz, ganz gut. Weniger Schaden von Gelegenheitsangriffen. Ich glaube, das ist vielleicht sogar eher etwas, was für einen Fernkämpfer ganz gut ist. Bin mir aber nicht sicher. So oder so, hier wird das Zeug jetzt hier repariert. Habe ich gerade eben festgestellt, dass ich das noch tun sollte. Wir verlassen jetzt den Kollegen hier. Auch den Markt. Und werden nun die Verletzung hier heilen. Verlangst du dafür jetzt auch 40 oder so? Ne, 20. Ja, das ist doch ganz gut. Okay, dann können wir das ja auch noch verlassen. Verlassen. Und jetzt werde ich mal gucken, ob ich nochmal irgendwas craften kann an der Stelle hier. Dieb. Tüftler. Ach, mir ist der Dingens gestorben, der unser Bergwerker war. Schade. Verstärkter Kampfkettenpanzer. Wäre natürlich schon geil. Wäre schon geil. Für die Tankiness. Aber ganz im Ernst, ich spare mir mein Material jetzt gerade eben erstmal noch. Und was wir jetzt noch machen, ist natürlich hier eine Runde pennen im Gasthaus. Oh, warte mal, da unten leuchtet jemand grün. Nachdem wir gerastet haben, werden wir mal gucken, warum der so grün leuchtet. So, verlassen. Ey, ohne Witz, die sind halt immer noch bei Komfort. Also wer bist denn du? Der Aldebert. Mein Name ist Aldebert. Ich bin der älteste Sohn einer Familie, die dem Rat der Makler beizutreten sucht. Aber um den heiß begehrten Titel Makler zu erlangen, muss man eine effiziente Logistik und zuverlässige Geschäftspartner vorweisen können. Letztere fehlen mir leider, aber ich glaube, dass Söldner wie ihr, die den Wert funkelnder Kronen und scharfer Schwerter kennen, mich meinem Ziel näher bringen können. Ich muss Ladenbesitzer in Tildrun und Marheim dazu bringen, meine Ware vor Ort zu verkaufen. Sprecht mit ihnen und überzeugt sie davon, die Waren zu verkaufen, die ich ihnen liefern werde. Wie ihr das bewerkstelligt, ist mir zweitrangig. Versucht es durch Argumente oder bestecht sie, wenn es sein muss. Okay, Bauplan, Rüstungsverstärkung des Fuchses. Das ist etwas, was ich cool finde. Wir nehmen diesen Job mal an. Ey, alles in dieser Welt will mich jetzt da hochführen. Es ist sehr offensichtlich, was ihr hier versucht. Es ist sehr, sehr offensichtlich. Wir verlassen jetzt trotzdem nochmal den Laden. Und auch die Stadt. Und ich möchte jetzt hier mal dieser... warte mal, wo waren jetzt hier nochmal die Blutspur? Genau, ich möchte jetzt hier dieser Blutspur folgen. Da ist sie. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich werde auch vorher nochmal speichern. Ich weiß, dass dieser Kampf knüppelhart war. Und ich echt mit den Ohren geschlagert habe, als ich das beim ersten Mal versucht habe. So. Ihr seht, wie diese Blutspur hier sich durch diese Lande zieht. In so einem lustigen Zickzack. Und hier in diesen Wald hier hineingeht. Und das ist der Punkt, an dem ich jetzt einfach mal speichere. Denn wie gesagt, das kann jetzt halt auch echt die Gruppe wipen. Das hier sind diese Wölfe. Ich sehe sie schon. Ich möchte sie überraschen. So, wir haben diese Wölfe hier in den Hinterhalt gelockt. Die sind Stufe 4. Was halt echt krass ist, weil es vor allem auch Achte sind, ne? Probieren wir es einfach mal. Mehr als probieren können wir nicht. Dieser Wolf ist früh dran. Und dieser Wolf ist früh dran. Wisst ihr, dafür, dass ich sie in einen Hinterhalt gelockt habe, stehe ich verdächtig blöd hier rum. Okay, ich würde mal sagen, du gehst de facto schon mal hier ran, weil das ist ja wie gesagt einmal der und einmal der. Also stellen wir diesen Wolf hier schon mal.
Oh nein, oh nein, oh nein. Ah, ich hasse es. Ohne Witz. Und deswegen lade ich jetzt. Das ist wieder dieser Bug gewesen, weil ich versehentlich den Wolf angewählt hatte. Tut mir leid, Leute. Aber das hier werde ich laden. Beziehungsweise Kampf neu beginnen. Das sehe ich jetzt einfach nicht ein. Weil hier wieder dieser Bug mir jetzt meine Fähigkeitspunkte einfach wegnimmt. Nur weil ich gerade eben im Moment des Laufens den Gegner anvisiert habe. Das muss halt echt nicht sein. Also, der Rest bleibt gleich. Da ist eine Falle, da will ich nicht starten. So, jetzt gehe ich dahin. Na, und jetzt habe ich nämlich auch die Möglichkeiten, das hier zu tun. Okay, wir schlagen erstmal ganz normal zu. Dann machen wir noch die Schwächung, weil wir es können. Und dann können wir ihn noch töten. Das war gut. Und ich kann de facto hier direkt weiterlaufen. So. Gut. Rennen durch die Falle. Sehr schön, 7 Schaden. Die haben, glaube ich, auch durch irgendeinen Patch den Schaden durch Fallen erhöht. Der Eindruck ist ganz stark bei mir jetzt geworden. Wer ist der nächste Wolf, der dran ist? Der Wolf? Oh Gott, da sind ja auch welche. Scheibenkleister. Nein! Ey, schon wieder ist es passiert. Es tut mir sehr leid. Es tut mir sehr leid. Ich habe gerade eben nicht gewollt, dass der sich bewegt. Ich wollte ihn anklicken. Ah, Gott, ey. Also das ist wirklich ein sehr, sehr nerviger Bug. Früher habe ich das einfach ignoriert, aber inzwischen will ich das nicht mehr ignorieren. Schon gar nicht bei einem so harten Kampf wie diesem hier. Also, ich klicke nicht mehr die Wölfe an. Ich klicke nur noch dahin, wo ich hinlaufen will. Einmal. Nein. Bitte so machen, wie ich will. Und töten. Geschafft. Damit kannst du jetzt dahin laufen. Und das hier können wir natürlich noch nicht anmachen. Turn beenden. Du holst jetzt hier wieder diesen Damage. Wir erkennen den Ernst der Lage. Das ist also der da und einer von denen da hinten. Wobei, der kommt nicht wirklich ran, wenn wir es nicht zulassen. Die sind alle sehr spät dran. Das heißt, ich kann hier hinlaufen. Und dem Wolf hier schon mal eine reinschießen. Und ihm nochmal eine reinschießen. Und dann stellst du dich ja da ein. Mhm. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nee, das machen wir so nicht. Du hilfst jetzt hier ihm, dass er aus dieser Nummer wieder rauskommt. Destabilisieren. Verliert einen potenziellen Verteidigungsbonus. Machst noch das da an. Und beendet seinen Turn. Ihr seht nach oben das Kräfteverhältnis. Es steht für uns echt nicht geil. Deswegen bin ich da gerade eben so penibel. Dafür zu sorgen, dass wir hier zumindest keine unnötigen Probleme generieren. Jetzt stechen wir den hier ab. Wir haben es tatsächlich geschafft, den abzustechen, was ich gut finde. Okay, das war gut. Brachte uns auch wieder einen Punkt ein. Ja, mich nervt jetzt ein bisschen, dass der jetzt halt hier in diesem Nahkampf gefangen ist. Aber ganz im Ernst, es bringt mir nichts. Lass ich mich lieber einmal beißen. Ziehe mich zurück und schieße diesen Wolf da. Er kann ihn nicht totschießen. Echt jetzt? Faszinierend.
Es kann sein, dass unser Neuling gleich wieder über die Klinge springt. Er kann sich auch nicht selber heilen. Großartig. Ja, wer ist denn der nächste Wolf, der dran ist? Wer ist das hier? Der da. Der wird also gleich wieder dran sein. Das ist alles nicht so super hier. Ich mache jetzt erstmal das da, ne? Dann gehst du noch dahin, um ihn hier so ein bisschen zu schützen, nicht dass da jemand durchrennt. Du kannst ja das ja noch dahin schmeißen. Nice. Da gab es nochmal eine extra Attacke an der Stelle hier. So, und du tötest jetzt bitte. Ach, jetzt bist du in dem hier dran. Nee, dann machen wir lieber diesen Nahkampf hier. Weil der hier kann diesen hier beenden. Dann rennst du noch da runterwärts? Ja, du rennst da noch mit hin. Und wir machen jetzt das, dann bekommen wir immer noch mal 2 Punkte. Besser als nix. Den Schaden hat der große Wolf bekommen. Aber guck mal, wie viel Lebenspunkte er hat. 71. Das ist echt brutal, ne? Okay, du machst erstmal das da. Einmal. Ich komme nicht drum rum. Ich muss ja diesen jetzt hier bekämpfen, früher oder später. Du machst ja nochmal hier den Schutz an, damit du tanken kannst. Ich bin echt froh, dass diese Wölfe nicht zu den schnellsten Wölfen von Mexiko zählen. So, du gehst dahin, ballerst dem hier ins Kreuz. Du ballerst ihm zweimal ins Kreuz. Und damit kannst du diesen Turn beenden. Ey, die gehen zum Glück alle auf ihn. Ich bin so froh. Bin so froh, dass sie alle auf ihn gehen. So, da noch hin zum Schützen. Das war ein schöner Crit, der hat mir gefallen. Den lasse ich mir einrahmen. Jetzt gehst du da hin und klatscht den da weg. Dann hilfst du hier noch mit. Dann haben wir alle Probleme gelöst, die da unten irgendwie rumlaufen können und können uns dann auf die Hauptgegner konzentrieren. Deswegen gehst du auch wieder da hoch. Denn du hast noch die Lebenspunkte und die Rüstung für sowas. Ja, wir machen das so. Ich will nicht, dass er jetzt hier sofort dran ist. Oh, was ist denn das? Gefangen nehmen. Was? Schlägt ein Tier K.O., während es mit einem Verbündeten kämpft? Wie geil! Ich habe einen Wolf und werde ihn benutzen. Das klingt jetzt sehr, sehr lustig. Okay, du stellst dich jetzt hier so halb in den Weg. Mehr als halb ist halt nicht. Aber er rennt zum Glück auch voll aufs... also die Sika, die Chefwölfin, rennt auch voll auf ihn drauf. Okay, das hat mir genau diesen Moment eingebracht, den ich mir gewünscht habe. Nee, das ist keine gute Idee. Ich muss jetzt von da oben so halb schießen. Feuer frei.
Das war ein schöner Crit. Aber mehr schieße ich jetzt auch nicht. Versuche jetzt hier noch mehr Punkte zu verdienen. Und zum Glück sind die Wölfe sich gegenseitig ein bisschen im Weg. Dann haben wir hier genau dieselbe Situation. Du gehst einfach hier ein paar Schritte vor. Schickst den hier nochmal ein paar bisschen zurück. Und verziehst dich wieder neben einer deiner Buddies oder sogar neben zwei. Wobei, der hat noch nicht den Level up, damit er hier einen Bonus bekommt. Eieieiei. Du bindest jetzt bitte die Sika hier im Nahkampf, dass sie nirgendwo mehr hingeht. Machst eigentlich erstmal eine Schwächung auf sie drauf, das hat sie sich verdient. Und dann noch einen ganz normalen Angriff. Und dann hier nochmal ein extra Schadensangriff. Wow, das hat reingehauen. Das heißt, du kannst jetzt hier außen rumschleichen und die Sika beenden. Beziehungsweise, wir könnten das sogar so machen. Jawohl. Ich habe verstanden, wie dieser Rauchschleier funktioniert. Es macht Spaß. So, der ist jetzt hier umzingelt und hat Gift kassiert. Du schießt jetzt den anderen Wolf hier noch an. Witzigerweise muss ich wirklich jeden von diesen Wölfen töten. Gut. Du schnappst jetzt den hier noch. Und das kannst du sogar noch die Destabilisierung machen. Nur noch ein Lebenspunkt. Gibt es niemand anderen, den ich hier noch benutzen kann? Nee, kann ich tatsächlich nicht. Oh, das ist schade. Ich traue mich fast nicht, jetzt da hinzuschießen. Es war ein Risiko. So, und ich habe jetzt den Wolf bekommen. Ich habe einen Wolf bekommen, Freunde. So, hier wird alles repariert. Die Jagd hat begonnen. Oh, ich muss jede Menge Sold bezahlen. Ach, deswegen sind die unglücklich. Ah, das ist der Grund. So, warte mal, wir können uns mal den Wolf anschauen. Der hat 3 Level-Ups. Ich kann ihn so Leutnant nennen. Leutnant Wolf. das ist geil. Okay, ich find's lustig, wir haben einen Wolf. Was können wir mit ihm machen? Boah, wir können original noch nichts mit ihm machen, außer normale Level-Ups. Ja gut, was soll's, er bekommt einfach mal ein bisschen mehr Verfassung. Dann bekommt er mehr kritische Treffer. Und noch mehr kritische Treffer. Ja, er hat jetzt 30 Lebenspunkte. Und ist leider momentan auch noch ein bisschen verletzt. Kann nicht mehr ausgewählt werden, um Aufgaben zu erfüllen. Ja, das würde mich wundern bei einem Wolf. Egal, wir haben es auf jeden Fall geschafft, diese Mission hier zu schaffen. Und damit haben wir die Aufgabe ebenfalls erfüllt, die uns gestellt wurde. Von diesen Jägern. Das heißt, wir könnten zu denen auch nochmal zurückkehren. Ja, und wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich bezahle jetzt hier einfach mal ganz, ganz kurz mein Sold, damit die Leute hier aufhören zu meckern. So. Denn ich glaube, das könnte der Grund dafür sein. Es steht da dran, Komfort. Aber ich glaube, das ist nicht der Grund. Naja, wissen tue ich es nicht. Aber es kann gut sein, dass es der Grund ist. So. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier wieder erstmal wieder zurück im Dorf. Und jetzt bin ich gespannt, ob ich den Wolf hier auch mit heilen kann. Tatsache, das geht. Ja, wir haben den Wolf mit geheilt. Fantastisch. Der Zinnglücksbringer. Das habe ich halt immer noch niemandem gegeben. Ach komm, ich gebe ihm das Teil. Stück Seife. Ah,
Okay, ja, er trägt so noch die Seife. Er ist der Frischling, er wäscht sich noch. Das hat der Rest bei uns schon längst eingestellt. So, dann kann ich, glaube ich, ihm hier diesen neuen Bergarbeiterjob geben, weil das bringt ihm ja auch nochmal ein bisschen mehr Verfassung, was ja für einen Tank das Nonplusultra ist, sind wir mal ehrlich. Du bist immer noch hier unser Dieberich. Was haben wir denn noch? Wir haben noch keinen Koch. Du wirst jetzt mein Koch, das bringt ihm auch Verfassung. Das sind halt die halt mehr futtern, ne? Die naschen heimlich aus dem Topf und sagen quasi, ich muss doch probieren, ob es schmeckt, Leute. Und deswegen haben sie halt auch ein bisschen mehr auf den Rippen. So, meine lieben Freunde, dann gucken wir mal, wo muss ich jetzt hin? Irgendwas ist hier. Die Geschichte des Maklers. Warte mal, ich glaube, ich muss hier tatsächlich mit den Händlern hier reden, oder? Mal gucken, was sie zu sagen haben. Ansprechen. Ah ja, genau. Das hier muss ich das machen. Gut. Ihr meint diesen Gosenberger, Aldebert? Ja, der hat mich schon angesprochen, aber ich verkaufe nur Waren von Leuten, die ich kenne. Es gibt für mich keinen Grund, mit einem Fremden Geschäfte zu machen. Ja, ihr seid alle hier so richtig xenophob. Ich ohne Witz, ich mache hier die Überzeugung. Gott, ey. Ohne Witz, die hassen jeden, der nicht aussieht wie ihre Mutter hier. Ihr habt recht, er muss Waren, Fleisch und Gewürze anbieten, die man in Tilrin nicht bekommt. Das auch mich berühmt machen. Das auch mich berühmt machen. Ich einfach gestrickt. Ich bin bereit, seine Waren zu verkaufen und sie hier in seinem Namen zu verkaufen. Aber ich brauche erst einen Beweis, dass er seinen Teil der Abmachung auch einhalten kann. Ich glaube, dieser auserlesene Erzeugnis aus Marheim, das momentan in aller Munde ist, wäre genau das Richtige dafür. Ich brauche also Gewürze, sonst macht er das nicht. Okay, ich muss also irgendwo hier diese Gewürze auftreiben. Muss ich das mit jedem jetzt hier so machen? Nee, bei ihm muss ich das nicht. Und bei dir? Es reicht also, so wie es aussieht, mit einem das zu besprechen. Kann ich das jetzt mit ihm nochmal besprechen? Wenn er mit den Händen... Okay. Also gut. Bei ihm ist das jetzt hier nicht möglich. Ich finde es echt witzig, dass wir diesen Wolf haben. Jetzt gehe ich mit diesem Wolf zu diesen Typen, die mir die Quest mit der Jagd gegeben haben. Ich wette, sie reagieren nicht drauf, aber in meiner Fantasie fällt ihnen die Kinnlade runter. Das ist nach dem Motto, wir haben nicht nur den Wolf gejagt, nein. Das ist ein Eberangriff. Dann helfen wir halt mitkommen. Hauptmann Seebert. Ihr da! Wie wär's denn, wenn ihr euch bequemt, uns zu helfen? Wenn ihr nur herumlungern wollt, könnt ihr gleich verschwinden. Wir kommen auch ohne euch aus. Ja, wenn du meinst, dann helfe ich den Zäunen. Nein, Spaß. Ich helfe natürlich ihnen hier. Es sind halt schon sehr, sehr viele von den Viechern. Aber egal. Das bringt uns auf jeden Fall nochmal ein bisschen Erfahrung. Und da machen wir dann beim nächsten Mal weiter, meine lieben Freunde. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit. Tschüss und Ade. Ach so, und frohe Weihnachten ist ja morgen, ne? Tschüss.